Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und natürlich auch Eklagon zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Ja, im letzten Part haben wir das Museum besucht. Da war hier Marmoria City, das Museum erkundet. Und ja, in diesem Part versuchen wir mal, einen Weg zu finden, wo es weitergeht. Auf dem Weg in die nächste Stadt. Ja, das dürfte hier die Stadt. Und bestimmt Stadtrechte. Diese Stadt, die haben wir jetzt erkundet. Dann wird es wohl jetzt weitergehen. Ich vermute auf diesem Pfad, wo hier schon der erste Trainer auf uns wartet. Na dann, auf geht's. Was? Nein, kein Trainer. Willst du nicht kämpfen? Oh, das ist der Felsroten. Du hast ihn vom Roku bekommen, oder? Übrigens, je mehr Roten du hast, desto größer ist auch deine Auswahl im Pokémon-Supermarkt. Das blaue Haus da drüben ist so im Pokémon-Supermarkt. Da war ich bestimmt im letzten Part. Aber das wusstest du bestimmt schon. Es gibt immerhin in fast jeder Stadt einen. Na dann, auf Route 3 geht's weiter. Ja, ist nur logisch. Route 3. So ist es wahrscheinlich. Oh, direkt ein Trainer. Eine Trainerin. Die hätten wir, glaube ich, umgehen können, wenn wir nach oben gelaufen wären. Was starrst du mich so an? Trainerin fordert mich heraus. Dürelena. Na dann, ein Pokémon. Warum haben die nur ein Pokémon? Das ist ein bisschen seltsam. Und ich darf 6er haben, oder was? Das ist, ja, auf Route 1 und Route 2, ja, da habe ich schon irgendwie verstanden, dass man da nur ein Pokémon sieht. Aber jetzt, mittlerweile könnten wir doch 2 oder 3 Pokémon haben, oder? Seltsam. Naja, ist dann wohl so. Kampf? Nein. Ich will mal wechseln. Pokémon. Und wir nehmen mal Alpha Dragon. Die nehmen Pikachu. So, Pikachu. Ich weiß, es ist bestimmt nicht das Effektivste, aber der muss mal trainiert werden. Na dann. Oh oh, geht's wieder auf. Dann würde ich mal sagen, los Pikachu, Donnerschock! Was? Naja, das hat nicht viel gebracht. Es könnte besser. War vielleicht nicht ganz so klug, den einzusetzen. Naja, hochzulieb. Können wir noch einmal einsetzen? Ja, zack. Bringt ein bisschen mehr. Aber leider auch nicht viel. Ja, ich glaube, es wird Zeit für Kids. Kann Kids da ein bisschen kämpfen? Ja, ich muss meinen Pokémon trainieren. Das sieht gerade ziemlich schlecht aus. Pikachu war ein bisschen unterlevelt. Und nicht sehr effektiv gegen die Attackentyp. Ja, gibt's ja zu. Wie wär's denn mit Windstoß? Zack, los. Los geht's. Ein Absorber. Das ist ja eine fiese Attacke. Können wir sich einfach wieder aufheilen. Und da ist das Aufheilen wieder. Kennen wir das Pokémon und gebe jetzt zu Let's Play. Und da habe ich mir das angewohnt. Das Pokémon aufheilen. Na sowas. Es hat aber ziemlich lange gedauert, länger als notwendig. Ich habe keine Lust mehr. Du gewinnst 120 Pokémon Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen die Göre hervor. Du erhältst 3 Pokébälle.
Na denn, mein Team ist noch nicht besiegt. Können wir weitergehen? Müssen wir nicht sofort zum nächsten Pokémon-Center rennen? Sehe ich da einen frisch gewandten Trainer? Bei mir bist du in der richtigen Adresse. Ich bin einer der Trainer-Coaches. Und wir warten an verschiedensten Orten und helfen vorbeiziehenden Trainern dabei, sich und ihre Pokémon auf ihre Abenteuer vorzubereiten. Wir Trainer-Coaches sind ziemlich stark, wenn ich das mal so sagen darf. Wenn du dein Können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Na dann, ich bin gespannt. Machen wir das. Du scheinst mir jemand zu sein, der das sein Können auf die Probe stellen will. Als Trainer-Coach kann ich dir dabei helfen. Möchtest du gegen mich antreten? Auch wenn das wahrscheinlich eine wahnwitzige Idee ist, aber... Ja, ich will kämpfen. Wir kämpfen! Alles klar, legen wir los! Na, mal schauen, wie spannend das wird. Was für ein harter Brocken. Ach, der hat ja nur ein Pokémon. Naja, Trainer-Coach Findus. Petersen und Findus. Wer kennt denn noch Petersen und Findus? Muss man ja wohl kennen. Ist ja zu unbekannt. Ein Bisasam haben wir. Okay. Versuch du das mal, Kid. Ich glaube, da bist du der Beste. Nach Evoli natürlich. Aber Evoli will ich erstmal nicht einsetzen. Soll Kid sich mal beweisen. Zack. Das Level 11. Ja, komm. Unbesiegbar ist das nicht. So, Windstoß. Komm. Mach's alle, das Bisasam. Das ist effektiv. Zack. Das ist aber sehr effektiv. Was der Gegner tut. Ich sollte meinen Trank einsetzen. Ich setze noch einmal ein. Ich riskiere es. Windstoß. Na komm, einmal überleben wir es noch. Oder? Nein. So, jetzt Trank. Trank meinte ich. So. Trank da mal hin. Haben wir noch jede Menge übrig, die wir bei der Arena nicht eingesetzt haben. Bei Roku haben wir ja gar keinen Trank gebraucht. Können wir jetzt hier verbrauchen. Tackle. Boah, das Tackle so effektiv ist. Da muss wohl ein Typenvorteil haben. Ja, ich kenne mich mit den Typen gar nicht so toll aus. Das hat mich nie wirklich interessiert. Da habe ich mich nie sonderlich hintergesessen und da... Nee, informiert habe ich mich da nicht wirklich. Ich weiß schon so das Gröbste, so also das Feuer gegen Wasser jetzt nicht so besonders ist. Das Pflanze dann, also die Starter-Pokémon, wie die Gegner dann funktionieren, weiß ich schon. Und so grob was dann so auch, ja. Funktioniert, weiß ich im Gröbsten, aber wie es jetzt mit Drachen, Feen und Unlicht, Schwächen und Stärken ist. Und auch die ganzen Verteidigungswerte und so weiter, wie das alles da heißt. Das ist, ja. Da bin ich nicht so akribisch dran gewesen, das alles auswendig zu lernen. Mir ging es da hauptsächlich darum, Spaß dran zu haben. Ja, ich will einfach nur Spaß haben. Oh, da wurde Kid besiegt. Aber Bisasam ist auch schon fast besiegt. Den haben wir schon fast. Na, dann würde ich mal sagen... Takiro, Bisasam gegen Bisasam. Das war doch eine gute Idee. Nee, ich hol Blackie. Blackie, du bist dran. Noch ein bisschen. Na komm, Attacke. So. Ruckzuckieb, das wäre doch... Ja, Doppelkick geht auch, aber... Fangen wir mal sacht an. Und da war Bisasam besiegt, ganz sachte. Ja, wie gesagt... Ich will Spaß haben hier im Spiel. Ich will nicht irgendwelche Effektivitätssachen auswendig lernen. Hier die Sachen, die da stehen. Angriff, Verteidigung, Spezialangriff, Spezialverteidigung, Initiative. Ja, schön, dass es da steht, aber juckt mich in gewisser Weise irgendwie nicht. Paper, der Entwickler. Ich will einfach das Spiel geschehen genießen. Und nicht irgendwie effektive Kämpfe führen. Ja, die kriege ich schon irgendwie hin, die Kämpfe. Ja, sei wie es sei. Versteht er meinen Standpunkt? Wenn ich jetzt ein Pro-Trainer wäre,
auf Welter bin ich irgendwie spitzenmäßiger Kämpfer und spitzenmäßiger Kämpfer abliefern wollte, dann würde ich mir das alles reinziehen und das richtig aufsagen können und auswendig lernen, aber darum geht's mir nicht. Ganz ehrlich. Und Achtung, du hast problemlos einen Trainer-Coach besiegt. Als Anerkennung deines Könnens habe ich ein Geschenk für dich. Du heißt Beleber. Cool. Wenn es dir mal einen Pokémon-Supermarkt zu kaufen gäbe, das wäre nicht schlecht. Beleber kannst du einsetzen, wenn eins deiner Pokémon besiegt wurde. Ein Trank hilft dann nicht. Aber mit einem Beleber machst du das wieder fett. Sehr vielen Dank. Das kann ich bestimmt hier brauchen. So wie der Pokémon-Trainer umgehen. So macht man das, aber wir kämpfen gegen die zumindest. Das kleine Kitty habe ich umgangen und gegen sie wird gekämpft. Was hältst du von einem Kampf gegen mein neues Pokémon? Ich kann ja nicht ja oder nein sagen. Ich muss einfach kämpfen. Camper Marvin fordert dich heraus. Was? Achso, das ist ein R. Geht für ein Sie. Tja. Habe ich wohl nicht richtig hingeguckt. Marvin ist keine Sie. Nein. So, Pliebe, was kann der anrichten? Wachstum, Wickel, Rankenhieb. Versuchen wir mal Rankenhieb. Zack. Oh. Ja, ist ein Gift-Pokémon. Pflanze gegen Gift, ja, sollte nicht allzu stark sein, aber ja, komm. Ich weiß, ich sehe es ja selbst an den Attacken, die ich einsetze, wie das wirkt, wie das effektiv oder nicht effektiv ist. Da muss ich jetzt nicht sonderlich irgendwie wissen. Wie es da liegt. Effektivität, ja. Hauptsache, sie hauen rein, die Pokémon. Hauptsache, am Ende steht ein Sieg irgendwann für mich, gegebenenfalls, im Raum. Das ist doch das Ziel und, ja. Irgendwie wird man da schon hinkommen. Die gute Hau-drauf-Taktik von Zwergenfürst. Du willst 140 Pokémon-Dollar und gehst direkt aus dem Kampf gehen. Ihn hervor. Du hältst zwei Pokémon-Superbälle, genau. Ich wollte Pokémon-Bälle vorlesen, aber dann waren es doch Superbälle. Oh, ein wildes Taubsi. Nein, das ist kein Taubsi. Was ist das? Was sind das für Pokémon? Das müssen Habitak sein, oder? Ja, Habitak. Ein wildes Habitak erscheint. Ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt im Team, aber ich glaube, wir fangen das uns mal. Also ist das. Mir wurde in den Kommentaren gesagt, ich soll mal mehr Pokémon fangen. Das mache ich dann mal. Oh, weit verfehlt. Na komm. Zack. Einfach fabelhaft. Na dann, 1, 2, 3, 4. Zack. Gefangen. Klasse, Habitak wurde gefangen. Und ist nicht das nächste Teammitglied. Ja, es ist irgendwie schon, weil es hinten angefügt wird, aber. Naja. Vormittag wurde ein Eintrag ins Prodex angelegt. In großen Höhen fällt immer das Fliegen schwer. Allerdings kann es pfeilschnell herumflitzen, wenn es um den Schutz seines Habitats geht. Ich habe mir vorgenommen, das dann wieder vorzulesen. Okay, die Animation. Hübsch. Oh, pausiert. Cool. Na dann, weiter. Ich will ihm keinen Spitznamen geben. Wir kämpfen gegen das Pokémon. Gegen das Pokémon. Ich bin auch durch den Wind gerade. Merkt das schon. Hey, hast du mich etwa gerade geschubst? Ich dich geschubst, niemals. Ich doch nicht. Ich schubse doch keine wilden Trainer hier. Ah, nee. Was hältst du denn von mir? P-
Picknickerin Cornelia fordert dich heraus. Na denn. Los, Piepe. Piepe ist immer noch am Leben. Dann soll er weiterkämpfen. Nidoran. Ich glaube, die Weiterentwicklung hatten wir gerade im Kampf. Habe ich nicht aufgepasst. Aber das Nidoran scheint schneller besiegbar zu sein. Das kriegt Piepe auch noch hin, oder? Los, Rankenhieb. Zack, zack. Dann wird hier ordentlich drauf geprügelt. Das Nidoran, weiblich. Nun wird in den Boden gestampft. Mit Rankenhieb. Zack. So. Ich krieg mal keinen. Na denn. Rankenhieb. Immer weiter, immer fort. Uh-oh. Da habe ich vorhin nicht aufgepasst. Und das Pepe ist gleich besiegt, wenn ich nicht aufpasse. Aber komm, Rankenhieb, das können wir hinkriegen. Vielleicht sind wir der als erstes besiegt. Genau. Puh, das war knapp am Pepe, aber ja. Wir haben Pepe gerettet. Doran wurde besiegt. Können wir gleich einen Trank verabreichen. Takeru erreicht Level 8. Was? Schon vorbei? Du gewinnst 140 Pokémon Dollar und gehst gleich aus dem Kampf gegen sie hervor. Ich merke mir immer nicht, was das ist. Wie die Bezeichnung dafür war für den Trainer. Du erhältst 2 Superbälle. Pokémon-Bälle, wenn man so will. Oh, ein Pokéball. Lockparfüm. Aha. Was auch immer das ist. Oh, ein wilder Trainer. Da sind wir unbewusst dran vorbeigelaufen. Soll mir recht sein. Na, Piepe hat unter den Pflanzen etwas gefunden. Himbeere von Piepe. Na dann. Soll er gleich mal einen Trank kriegen? Das hätten wir fast verpasst. Medizintasche. Trank. Ein Beleber auf Alpha Dragon machen wir jetzt nicht, aber Piepe. Ja, das Habitat kam auch noch im Team. Ja, das werden wir dann auf die Box tun. Das wird nicht das nächste Pokémon. Das Team ist schon fast voll und wir sind erst im vierten Part jetzt. Ich weiß es gerade nicht, aber... Uiuiui. Ist noch nicht lang her, dass wir das Let's Play begonnen haben und das Team ist schon voll. Und wird sich bestimmt noch einige Male ändern. Da werden noch einige Pokémon rausgeworfen und neue dazukommen. Aber ja, ist schon was Besonderes. Das hat man sonst so in Let's Plays nicht so oft, dass man sofort den Rot 4 noch auf Rote 3. Puh! Ich muss hier erstmal eine kurze Pause einlegen. Ich bin von Azuria City durch den Tunnel gekommen. Jetzt bin ich völlig alle. Na dann ruh dich mal aus. Da ist schon der nächste Herausforderer hier, Trainercoach. Hallöchen, ich bin Trainercoach. Stets zu Diensten. Möchtest du ein bisschen trainieren, bevor du in den Mondberg gehst? Ja, komm. Einfach 2 Trainercoaches hinten dran. Einfach 2 hintereinander. Bist du bereit? Los geht's. Immer wieder gerne. Trainercoach Nemo fordert dich aus. Ach, weitere Erinnerungen an kindliche Spezialisten. Haben die alle jetzt solche Namen? Tja. Wow. Die Attacke war nice. Mauzi mit seiner Münze geworfen. Das ist doch süß. Da lasse ich mich gleich mal besiegen. Zack. Das ist eine starke Attacke. Münzwurf wahrscheinlich, oder? Ich hab's nicht gelesen. Tut mir leid. Ich war mit dem Mauzi zu sehr beschäftigt. Wo ist Takeru? Jetzt kannst du mal beweisen, was du kannst. Mein Bisasam. Kann der überhaupt schon was? Da wurde noch nicht richtig trainiert. Im Rankenhieb kann der auf jeden Fall. Jetzt habe ich es immer noch nicht gelesen. Das ging zu schnell. Hat überall Münzen verstreut. Ja, ist klar. Also, das bringt nicht viel. Na komm.
Zahltag, ah, okay, ja, macht Sinn. Ein schöner Name für diese Attacke. Rankenhieb, zack. Na komm, mach so viel du kannst, Takiro. Haurinne. Zahltag. Geil. Für Mauzi sieht der spitze aus. Sieht das dann für wen anders aus? Also wenn... Ich weiß, Bisasam kann das jetzt nicht erlernen, aber... Würde Bisasam das erlernen können, würde es dann genauso aussehen? Würde der dann auch mit Mauzis Münze werfen oder würde der andere Münzen werfen? Das würde mich jetzt interessieren. Oder kann diese Attacke nur von Mauzi eingesetzt werden? Ja, das untrainierte Habitat. Ja, war klar. Gerade frisch im Gras gefangen. Dann wird es wohl Zeit für Blackie. Nein, Kid kann ich nicht einsetzen. Wollte ich auch nicht. Blackie, mein Starter Pokémon, du bist dran. Ups, Evoli. Evoli gegen Mauzi. Zwei süße Typen. Doppelkick. Na komm, mach's alle. Zahltag. Das wäre ein bisschen blöd, wenn das bei anderen Pokémon auch so wäre. Na dann. Wer siegt mit einem Doppelkick? Zweimal getroffen und Mauzi besiegt. Du wirst den Mondberg bestimmt im Sturm erobern. Du gewinnst 1.300 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Trainer-Coach hervor. Gehoben. Das Geld, was die Mauzi verstreut hat, ist ja nice. Das ist nice. Das war ein toller Kampf. Ja, hast du ein kleines Dankeschön. Zahltag. Dann können wir es gleich mal ausprobieren. Das verstreut Geld. Was dann der Gewinner kriegt, also ich. Na, gucken wir mal. TM-Box. Kopfnuss und Zahltag. Können Kopfnuss gleich mal erlernen und können wir alle erlernen. Einsetzen. Wer braucht noch? Kopfnuss. Ja, Pepe. TM wurde aktiviert. Pepe lernt Kopfnuss. Kann ich mehrmals einsetzen. Ja, Takiro kann es auch nicht schaden. Sehr gut. Und dann noch Kit. Oh, dann muss ich gleich was ersetzen. Ja, wie wär's denn mit Sandwirbel? Das gefällt mir nicht so sehr. 1, 2 und Schub. Sandwirbel vergessen und Kopf noch sehr erlernt. So, super. Zahltag, wir können das einbringen. Einbringen, genau. Pikachu, ja. Pikachu erhält Zahltag. Gegen Heuler, ja. Wird Zeit. Heuler vergessen. 1, 2 und schwupp. Elfer Dragon hat Heuler vergessen und Zahltag erlernt. Spitze können wir es gleich austesten. Naja, jetzt nicht, weil das Team ist ziemlich geschwächt. Vielleicht nehme ich gleich mal den Beleber. Sollte ich den verbrauchen? Naja, wir werden ja demnächst wieder welche kriegen. Oder ist ja nicht so, als ob wir nie wieder Beleber kriegen würden. Zwei haben wir davon. Also den beleben. Und ja. Und dann nehme ich dich, Pepe. Und die anderen, ja, die müssen erstmal tot bleiben. So, Blackie noch heilen. Und drei Pokémon in den Mondberg. Naja. Mal schauen. Oder was ist das für ein Berg, wo wir jetzt reingehen? Oh, ein Pokémon Center. Gut, dass ich die Beleber verschwendet habe. Ja. Was für ein Fail. Ich hab's nicht gewusst. Sorry. Aua, ich bin über einen Kleinstein gestolpert, ein Gesteins-Pokémon. Ach was. Kleinstein, Gesteins-Pokémon? Hätte ich jetzt nicht gedacht, das hast du mir unbedingt jetzt noch dazu sagen müssen. Och Mensch, jetzt habe ich zwei Beleber verschwendet. Nutzen können, nicht gebraucht. Willkommen im Pokémon-Center. Sollen wir deine Pokémon wieder fit machen? Ja, komm. Auch, ne? Oh Mann, so viele Fails hier schon in diesem Let's Play.
Das geht immer munter weiter. So ein Kack, der hätte ich bestimmt im Mondberg gebrauchen können. Das werde ich bitter bereuen. Oh, ein Pummeluff. Oh, das sinkt mich doch bestimmt in den Schlaf. Sorry, ich habe kurz geschlafen. Bin hier vom Pummeluff hier gerade eingenickt. Das hat mich wohl hier im Schlaf mit Enning beschmiert. Oh, nicht schon wieder. Ja, Spaß beiseite. Guck mal, die Pokebälle an meinem Gürtel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mann, Kampf nur bis zu 6 Pokémon einsetzen. Egal, wie viele man in seiner Pokémon-Box gelagert hat. Ja, schade. Schade, dass man nicht mehr als 6 Pokémon einsetzen kann. Ich wette, es wird sich irgendwann mal ändern. Das klang gerade eben mehr nach Lachen als nach Gehen. So. Die meisten Pokémon werden sehr müde, wenn sie Pummeluffs Gesang anhören. Mir geht's ebenso. Tja, Pummeluff kann einen immer zum Einschläfern bringen. Wenn du Pokémon fangen willst, solltest du dir diese einfachen Regeln merken. Ist der Ring grün, hast du, ja. Ist der Ring gelb, wird's etwas kniffliger. Ist der Ring rot, sehen deine Chancen schlecht. Und wusste ich irgendwie, war da immer zu schnell, um das darauf zu reagieren. Und weil es so schön war, ich liebe Pummeluffs Gesang. Ja. Ja, dreimal haben wir schon vorgespielt, wenn nicht alle meine Zuschauer schon längst eingeschlafen sind nach dem Gesang. Und dann kannst du jetzt mal weitergehen. Die Einwohner von Azuria City werden terrorisiert. Was? Terror in Azuria City? Kann auch nicht sein. Kein Tag vergeht ohne Zeitungsmeldung über Team Rockets Schandtaten. Oh, Team Rocket. Endlich kommt das mal ins Spiel. Ich dachte schon, es kommt hier nie mehr. Wenn du einen Pokémon fängst, aber kein Platz mehr in deinem Team ist, wandert es automatisch in die Pokémon-Box in deinen Beutel. Aber keine Panik, egal wie viele Pokémon auch in deiner Box sind, mit Hilfe der Suchfunktion findest du es im Handumdrehen wieder. Und du? Hey Mädchen, möchtest du ein unschlagbares Geschäft machen? Dieses Spiel ist immer noch jugendfrei, also bis jetzt. Und das kann sich jetzt sehr schnell ändern. Der sieht aus wie Mitte 40. Ich bin ein 11-jähriges Mädchen, er möchte mir ein unschlagbares Geschäft machen. Ich verkaufe dir das supergeheime Pokémon Carpador für läppische 500 Pokémon-Dollar. Das supergeheime Pokémon Carpador. Na, was soll's. Meinem Angebot schlägst du doch sofort zu, nicht wahr? Naja, ja damit, Carpador. Du bezahlst den Wucherpreis von 500 Pokédollar für ein Carpador. Na komm, das war's wert. Das ist super geil. Den Wucherpreis, den Text war es schon wert. Der Wucherpreis für ein Carpador. Ja. Für Carpador wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Der muss mit ins Team. Wucher Carpador. Den da in der Box. Haben wir ja mal bei uns mit dabei. Pokémon Box. So. Ich tausche Carpador gegen Habitak. Und das Carpador ist welchen Geschlechts? Oh, leg mal rein. Ist ein Männchen.
Da muss ich gerade mal gucken, wer da so, wer das Carpador wird. Und wird später zum Dardos, also, sollte man nicht unterschätzen. Gucken wir mal, wen habe ich denn hier so, wer hat es denn noch nicht? Wer will, wer hat es noch nicht? Und wer wird denn im Carpador? Ich weiß es. Du kriegst den Namen. Eight. Ja, Hornet ist ein Carpador. Ja, wird später zum Carp und zum Gardos. Aber erstmal ist ein Carpador. Ja, sehr schön. Was kann denn Carpador außer Platscher? Kann er schon tickeln? Mit Level 5 oder wie sieht das hier aus? Bericht. Ruhig. Mit Level 5 erhalten, prügelt sich gern. Das will ich sehen, ein Carpador, das sich prügelt. Platscher. Ja. Carpador kann nur Platscher. Wird es Zeit, dass wir einen Arceus begegnen. Oder wie man es auch nennt. Na dann. Das wird bestimmt der Mondberg sein. Tunneleingang. Na denn. Auf in den Mondberg. Und da oben schläft ein Mauzi. Das hätte man ja kaum bemerkt, wenn man nicht genau hingeguckt hätte und direkt weitergerannt wäre. Ein Mauzi. Wie süß. Der schläft da ganz ruhig. Naja. Dann würde ich mal sagen, dann gehen wir im nächsten Part hinein. Für diesen Part würde ich erstmal sagen, war's das an dieser Stelle. Daumen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Mozi mehr verpassen wollt, was oben auf einem Tunneleingang schläft. Oder was auch immer. Vielleicht den nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli mit dem 42. Oder ein nächstes Video nicht verpassen wollt. Bis dahin habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Gehabt euch wohl und ja, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.